Danke fürs Zuschauen. Ich möchte mich einfach mal bei den Zuschauern bzw. bei den Kunden einfach mal bedanken. Recht herzlichen Dank für die täglichen Aufträge. Recht herzlichen Dank, dass einige zahlreich erscheinen. Recht herzlichen Dank, dass einige sich diese Videos anschauen. So, wir sind eine Filmfotoproduktion. Wir machen Filmfotoproduktionen, die wir nicht immer alle zeigen dürfen, aber die sogenannte Abfallindustrie, wenn man schon arbeitet, wenn die Kamera schon steht, wenn das Licht schon gesetzt ist, dann könnte man ja vielleicht auch mal was machen. So, meistens mache ich, euer Medienkanzler, also ich hier vor Ort für euch die Sachen, ob das nun Kopien ist, Kopien aller Art, beziehungsweise auch PC aller Art, Ausdruck einlesen, auslesen etc. Die Arbeit in der Welt der Industrie 4.0. Wenn jetzt jemand angerufen worden wäre, könnte er jetzt in Ruhe da arbeiten. Ich hätte ein Headset und könnte dann eingreifen, wenn ich eingreifen müsste. Aber derjenige welche würde jetzt hier arbeiten, alles herstellen, alles richtig machen, damit der Kunde hier arbeiten könnte. So, wichtig, dieses Video ist wichtig, ein wichtiges Video, 0% Politik, 0%, wirklich 0% Politik, was sich viele aufregen, weil dort Figuren stehen, von Star Wars, ja, Star Wars sagt das Wort ja schon, Krieg, Krieg der Sterne, Krieg. Gut, dann ist aber Film. So, dahin stehen Adolf Hitler und seine bösen Buben. Das ist aber auch was Böses. Ja, ist richtig. Noch einmal, 0% Politik. Das ist Geschichte. Geschichte ist geschrieben. Die Geschichte steht und es gibt. So, für geschichtlichen Unterricht gibt es halt Material. Es gibt natürlich auch Schauspieler in ihren Uniformen, weil sie ja in ihren Spielfilmen diesbezüglich ein Despoten dargestellt, auch aus dem Reich 2, 3, ne, Drittes Reich, kann man nicht verwehren, gibt es. So, dann gibt es die Assassiner, Assassins, Assassin's Creed, alle ihre stehen auch hier, sind natürlich Meuchelmörder etc. pp. Das ist aber, ja, was ist das? Das sind an sich Sammelfiguren. Da viele Männer die sammeln und ihre Frauen sagen nein, ist dann natürlich immer so eine Sache. Also ich muss jetzt öffentlich sagen, nein, die Ehemänner kaufen die Figuren hier nicht. Habe ich jetzt öffentlich bekundet, nein, die Ehemänner kaufen hier die Figuren nicht. Deswegen stehen sie ja auch alle hier noch rum. Na? Ja, Film, Figuren und Theater braucht Kulisse. Und ohne Kulisse macht das überhaupt keinen Sinn. Richtig, ohne Kulisse macht das doch gar keinen Sinn. So, 0% Politik, dafür aber vieles hier vor Ort. Die neueste Technik, Industrie 4.0, totale Vernetzung, total steuern von außen, intern und so weiter und so fort. Copy, kopieren, herstellen, Medien, Medienhaus, Filme, Foto, Herstellung und so weiter. Meine lieben Freunde, wer Lust und Laune hat, kann mitmachen. Ab sofort deswegen dieses Video mal auf den Weg gebracht. Wir können natürlich auch eine politische Sendung machen. Wir können natürlich auch ein politischer Verein werden. Wir können wir. Ist kein Thema, ist ja keiner da. Ne? So, an alle, lest doch einfach mal eure Landesverfassung. Ja, ein Land, wo ihr lebt. Zum Beispiel vergibt bei Google ein. Landesverfassung Nordrhein-Westfalen und lest doch einfach mal. Was ihr da liest, versteht ihr dann auch vielleicht ein bisschen mehr von der sogenannten Politik. Wie die sich da alle benehmen, ist klar. Wenn ich als Kanzler, ich bin ja der Medienkanzler, und wenn ich jetzt als Kanzler jeden meinen Bürgern, visuellen Bürgern, ist jetzt Spaß, genau hinhören, wenn ich also jeden 1 Euro mehr geben würde, meinen Bürgern, und ich hätte sagen wir mal 80 Millionen Bürger, und gebe den 80 Millionen Bürger tagtäglich 1 bis 2 Euro mehr, ja, damit die mehr Spaß haben. Wer jetzt rechnen kann, die Mathematiker, das ist eine Summe. So, wenn ich hier aber Millionäre habe, denen ich jeden Tag 1 Million gebe, ich gebe denen täglich 1 Million, damit die da irgendwas machen, damit mein Volk oder meine Bürger
von dem da, dem ich eine Million gebe täglich, im Brot kommen, arbeiten und etc. So, und wenn ich jetzt aber sage, meine Bürger bekommen 2 Euro pro Tag mehr, und dann hat der Millionär kein Geld mehr oder meint, er hätte kein Geld mehr. Ja, die Sache ist ja die, wir leben, jeder in seinem Land, wir leben jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, wir haben die Verfassung von Nordrhein-Westfalen, die ist am 15.03.2017 verändert worden. Am 15.03.2017 ist die Verfassung von Nordrhein-Westfalen verändert worden. So, da steht aber drin, das ist nicht verändert worden, dass jeder Bürger in Nordrhein-Westfalen, das Recht auf Arbeit hat. So, das steht da drin. Wenn also jeder Bürger in Nordrhein-Westfalen das Recht hat auf Arbeit, warum vernichtet dann das Arbeitsamt, das Jobcenter Arbeit? Jeder, der da kommt und Arbeit mitbringt und so weiter, wird dort vernichtet. Ja? Man hat aus diesem Arbeitsamt und Jobcenter ein zusätzliches Sozialamt gemacht. Das ist total falsch. Das ist total falsch und entspricht nicht der Verfassung. Ist also nicht verfassungskonform. Was soll ich jetzt als euer Medienkanzler, visueller Kanzler, visuell? Ja, und deswegen suchen wir, beziehungsweise ich suche, Mitstreiter, also Komparsen, Filmleute, an alle Künstler ist das jetzt gerichtet, an alle Künstler, an alle Leute, die Lust haben, mit einer Kamera zu arbeiten, die Lust haben, irgendwas auf den Weg zu bringen, Lust haben, auch mit diesen Medien, also mit den Medien, sich zu unterhalten. Und für alle, die meinen, dass DVB-T 2 wirklich toll, super, genial, ich weiß nicht. Können wir auch drüber streiten, können wir auch drüber reden. Ich stehe jetzt hier, ich baue jetzt diese Kulisse nicht um. Ich weiß noch nicht, ob ich diese Kulisse umbaue, weil auch Star Wars, ihr hört dieses Knatschen hier, das sind die Bretter, die die Welt bedeuten, darauf könnten wir arbeiten. Noch einmal, würde mich tierisch freuen, wenn welche Interesse hätten an Film, an Fotoarbeiten, Künstlerinnen, Künstler, ja. Wer also Interesse hat im Raum Nordrhein-Westfalen, wer hier Interesse hat im Raum Frohnhausen, also ihr könnt googeln, Frohnhausen, der Stadt Essen, im Bezirk West, wer Interesse hat überhaupt irgendwie dieser Stadt, diesem Ort, auch mir persönlich, mit mir, euer Medienkanzler, zu arbeiten, Spaß zu haben, sich zu unterhalten, ist und ja, ist total recht herzlich willkommen. Es sollte natürlich nicht aus 100 Kilometer anreisen, das ist natürlich ein halbes Unding. Aus 100 Kilometer anzureisen, können wir natürlich auch, müssten wir uns über Facebook oder YouTube oder halt über Google oder, ja genau, könnten wir uns da irgendwie kommunizieren, unterhalten, austauschen und dann könnte man vielleicht an einem Wochenende oder im Wochenende arbeiten, machen, tun. Ist das alles da? Das ist jetzt ein Minimalaufruf hier, wer halt Interesse hat. Beruflich Interesse hat, Spaß, Hobby, alles könnte man unter einem Hut bringen. So, ja, dann sind wir dann also auch schon wieder am Ende, weil, wie gesagt, hier ist 0%. 0% Aggression, hier ist 0% Politik, hier ist 0% irgendwie, ja, hier ist normal. Eine totale, 100%ige Normalität. Wir lieben Film, ja, egal welchen hier, ja, Party Date, lustig, ne, Ashley Tisdale. Oder irgendwelche Feinde hier, ne? Stargate, lieben wir auch. Ne? Also wir lieben Filme, wir machen Filme, wir lieben Fotos, wir machen Fotos. Wir sind die freie Presse, lokal für NRW, Stadt Essen, freie Presse. Und diese freie Presse lädt euch jetzt ein, hier in diesem, auch im Studio, hier in der Lounge, Star Wars Lounge mitzuwirken, irgendwas auf die Beine zu stellen, weil alles ist da. Hier ist wirklich alles da. Wir sind Industrie 4.0. Wir können
uns vernetzen bis 4K. Wir können in 4K produzieren, in HD produzieren, wir können auch ganz normal produzieren. Wir können auch die analogen Sachen, die schon produziert wurden, wieder digitalisieren, auf DVD und Blu-ray brennen und nach vorne bringen. Wie gesagt, alle Künstler sind herzlich willkommen, hier auszutauschen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns austauschen würden, weil hier eine Menge machbar ist. Nicht nur ein Apple hier, so ein einsamer Apple steht hier zur Verfügung. Hier stehen auch normale Computer zur Verfügung. Schnittcomputer, Aufzeichnung in HD, wir haben Steadicams, es ist alles machbar, alles möglich. Wir haben Kulissen, wir können verschiedene Kulissen bauen, wir haben genügend Figuren da, die dann in der Kulisse dann zu sehen. Wir haben auch, wir können ausdrucken, wir können auch plakatieren, wir können auch selber generieren. So, das ist jetzt mein Aufruf hier. Ich wünsche euch, also ich bedanke mich aber erstmal, für das zahlreiche Erscheinen. Ich bedanke mich für die zahlreichen Ideen, die hier durch die Tür geschwungen kommen. Es macht also wirklich Sinn, es macht wirklich Spaß zuzuhören, was so hier im Umkreis abgeht, was hier so passiert, was hier so gemacht wird. Hochgradig interessant. Ich bin nur Online-Politiker. Ich kümmere mich online über Politik, ich schaue es mir an. Ich bin wirklich jetzt ab sofort zum ersten Mal im ganzen Leben ein Gegner gegen diese Art von SPD. Das meine ich mit Politiker. Ich spreche auch nur für mich, das ist nur mein Empfinden. Mein persönliches Empfinden spiegelt keine Empfindung Dritter wider. Ich bin wirklich persönlich gegen die jetzige Art der SPD. Tut mir leid. Ich kann die nicht wählen, ich kann die auch nicht mehr. Nein, geht nicht. Nicht nur, weil irgendwelche da ausscheiden und dann zur harten Gruppe gehen, AfD, nein, nein. Also auch weder AfD oder wie die alle heißen, nein, danke. Und keine Politik. Hier in den Räumen keine Politik. Hier in den Räumen machen wir keine Politik. Natürlich könnten wir, wenn irgendwelche Gedankenanstöße kämen, ist man auch bereit, Politik zu machen, aber bürgerliche Politik, für eine Grundsicherung zu plädieren, weg mit den ganzen Ämtern, die stimmen nicht, die sind nicht konform mit der Verfassung hier in diesem Land von 1950, auch nicht konform mit dem Grundgesetz von 1949, Menschenrechte. Das was die Politiker da machen, ja, ist gegen das Gesetz. Wozu haben wir die denn, wenn die Politiker die nicht beachten. Politiker, vor allen Dingen nicht die SPD, die beachtet das überhaupt nicht. Ja, ich kann diesen Herrn da aus der ehemaligen EU überhaupt nicht ab. Rücksprache mit Frau Merkel. Wir alle sind EU-Bürger und müssen uns in die EU integrieren. Also mit der Integration mag ja alles sein. Die ganzen Abkommen, die EU, da bin ich auch persönlich ein Gegner. EU, das stört mich gewaltig. Also ich habe nichts gegen Grenzen. Ich bin ein Fan von Grenzen, auch das Warten an Grenzen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich war sehr gerne in der Niederlande, habe meine 100 D-Mark abgegeben, habe 130 Gulden bekommen. Und wenn ich dann aus den Niederlanden rausfuhr, obwohl ich mich lang genug dort aufgehalten, habe ich trotzdem noch nachher 80 D-Mark bekommen. Einfach mal drüber nachsinnen. Das hat also die Freiheit, die ich genossen habe von 1950 bis 2001, war, das war Freiheit, das hat Spaß gemacht, ja. Aber 2002, der 1.1.2002 hat unser aller Leben geformt, unser aller Leben in eine fatale Richtung gebeamt, ja. Unsere Jugendlichen, die nach 89 geboren, die weder die gute Zeit der 50, 60, 70, 80er Jahre überhaupt kannten, die kennen ja nur die 90er aufwärts. Und ja, wenn man mit denen spricht, die kommen ja mit gar nichts klar. Die kommen weder mit Star Wars klar, die kommen weder mit Väter der Klamotte klar, die kommen weder noch mit überhaupt mit unserer Geschichte gar nicht klar. Keine Ahnung, wer die geimpft hat, die Kinder ab 80, 90, keine Ahnung. Wir, die Kinder, die ab 50, 60, 70 geimpft wurden,
und auf den Weg gebracht und heute ja, 50 plus, 40 plus, 60 plus sind. Wir staunen, wir stutzen und fragen uns, was ist denn an uns vorübergegangen? Ja, das ist der Abschluss. Der Abschluss heißt, Dankeschön, dass ihr da wart, Dankeschön, dass ihr da seid, Dankeschön, dass ihr vielleicht mitmacht. Ich bedanke mich dafür, dass es euch gibt. Ich bedanke mich, dass ihr da so viele Sachen macht. Ich bedanke mich einfach mal dafür und ich finde es super, dass man sich das alles anschauen kann. Was ich nicht so gut finde, ist halt dieses Negative, das immer mehr wird und bei Facebook fast. Ja, und wie gesagt, dass wir immer schön Ja sagen zur allerneuesten Technik. Ja, klar, machen wir. Ja, klar, ist super. Ja, T-Wort, eben nicht. Ein Kind von 10, ein Kind von 15 kann man ein DVB-T 2 verkaufen und sagen, ey, das ist toll. Ja, aber einen der ab 50, 40, 60 plus, na, ich weiß nicht. Mir kann man das nicht verkaufen, das DVB-T 2 plus. Ja, ist halt so. Bei mir bleibt der Bildschirm dunkel, weil ich mache mir mein eigenes Fernsehen, daran arbeite ich. Und wer Lust hat, macht mit.